Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Tag, denn die liebe Paula von The Reading Fox hat uns getaggt zu einem Wunschlistenbuch-Tag. Der heißt aber Wunschliste-Tag, glaube ich, heißt der, genau. Und da geht es halt, wie der Name schon sagt, um unsere Wunschliste und den fanden wir sehr spannend und haben uns gefreut. Und jetzt könnt ihr den euch angucken. Viel Spaß. Mein Gott, war ein langes Intro. Lang war es gar nicht. Gab okay. schon längere. Gab schon längere, ja. Das stimmt. Ja, das ist sehr spannend. Wir verlinken euch hier mal auch das Video von der lieben Paula. Da kommt unbedingt mal vorbei, was sie so auf den Wunschlisten hat. Und ja, dann fangen wir direkt mal an. Ja, ne? Machen wir. Ja. Also die erste Frage ist so ein bisschen so diese Eckdaten bei der Wunschliste. Und zwar, wo befindet sich deine Wunschliste? Wir machen mal nacheinander, oder? Ja, ja, wir machen nacheinander. Weil das sind nämlich insgesamt 4 Fragen zu Frage 1. Und wir machen erstmal, wo befindet sich deine Wunschliste? Meine Wunschliste befindet sich insofern eigentlich immer, ehrlich gesagt, auf Amazon, weil ich da immer alles in den Warenkorb einfach reinschmeiße. Ah, okay. Ich kaufe dann da nicht, aber ich habe dann da, weil ich die dann immer irgendwann aus dem Warenkorb natürlich wieder rausmache, habe ich dann irgendwann so eine Liste. Ah, okay. Wo ich die dann nach und nach durchgehen kann. Verstehe. Und ich habe mal angefangen auch... mir alles aufzuschreiben. Die ist auch noch nicht so alt. Ich habe so ein Büchlein dafür. Ja. Aber ich habe jetzt schon wieder ein paar Monate nicht reingeschrieben. Deswegen, also ich bin da etwas hinterher. Und ich muss auch noch sagen, ich habe, wie ihr seht, so mehrere, weil ich führe ja ein Neuerscheinungsbuch, sag ich mal, wo ich mir aufschreibe, wenn ich, wenn in einem Monat was erscheint, was ich haben möchte, schreibe ich mir das zu dem Monat auf. Und wenn der Monat dann vergangen ist, dann schmeiße ich das Blatt nicht weg. Aha. Dann sammle ich das auch noch. Das wusste ich auch alles nicht. Damit ich es dann irgendwann in dieses Wunschbuch eintragen kann. Du bist voll gut strukturiert. Ja, nicht wirklich, weil ja alles irgendwo rumfliegt. Ja, aber ich bin viel schlimmer. Ja, ich habe aber nichts bei Goodreads zum Beispiel oder so. Ja, das habe ich auch noch nicht so lange. Okay. Also ich habe diverse Bücher angefangen. Das war mein erstes Wunschlistenbuch. Dann hat es irgendwann, war die Sauklaue da und das sah scheiße aus. Und da habe ich gedacht, nee, dann brauchst du ein neues. Dann hat mir das die liebe Christina geschenkt. Dann habe ich da angefangen reinzuschreiben. Wird aber auch nicht schöner, weil dann andere Farbe und so. Und ich dachte, weißt du was, Anja, du kannst einfach nicht gut schreiben. Du brauchst was Digitales. Und dann habe ich angefangen, das bei Goodreads zu machen. Und da tue ich jetzt die Bücher dran. Aber ich muss echt sagen, ich bin da sehr, sehr schluderig. Ja. Ich pflege das nicht so regelmäßig. Also ich sage immer so, es kommt auf die Wunschliste. Und dann rutsch, ist es wieder weg. Und dann fällt es mir im Buchladen mal ein. Ach ja, das Buch wäre so gut, das Buch wäre gut. Ja, deswegen mache ich das ehrlich gesagt mit der Amazon-Sache. Amazon hin oder her. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn mir einer sagt, guck dir mal das und das Buch an, dann gucke ich es mir bei Amazon an. Ah, okay. Die Beschreibung. Die Beschreibung vom Buch. Ja. Und dann, wenn ich das gut finde, kann ich es mit einem Klick direkt in den Warenkorb schmeißen. Ich verstehe. Versteht ihr? Ja, ich verstehe. Das hat gar nichts mit dem Prinzip Amazon kaufen zu tun, sondern es hat einfach nur mit so einer Sammlung zu tun. Ich verstehe. Dass man direkt durch den Klick, weil wenn ich das google, also wisst ihr? Ja, ja, total. So. Nee, kann ich verstehen. Ja. Spannend. Ja. Ja. Und wie lang ist deine Wunschliste? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also bei mir ist sie tatsächlich gar nicht so lang. Ich muss mal kurz seitlich aus dem Bild raus. Ich wieder drin. Also ich habe, wie gesagt, ich habe die lange nicht gepflegt. Ich habe gestern noch mal was draufgepackt, aber darf ich mal eben mein Buch holen? Ja, klar. Geh mal kurz mit dem Eike ihr Buch. Ja, geholt. Also das Buch, wo es bei mir ist, ne? Mit Pummel. Mit dem Pummel-Einhorn. Ja, und ich habe so geschätzt 30 Bücher, bisschen über 40. Ja, ich hab tatsächlich 40, 50, 100, 120. Nein, also ich habe tatsächlich auf meiner aktuell 32 drauf. Ja, 32 Bücher habe ich da drauf. Ja, 13 pro Seite. Ja, dann sind es doch so 50. Also, aber ja. Ja. Papier ist auch geduldig, ne? Auf jeden Fall. Ja. Achso, und wie lange besteht die schon, diese Liste? Wie lange machst du das jetzt schon so? Ja, immer mal mit anderen Büchern, bestimmt schon seit 2012.
Also immer mit anderen, Büchlein, ne? Ja. Ja, bestimmt schon so seit 2012, seit ich das auch angefangen habe, aufzuschreiben, was ich lese. Bestimmt. Also ich mache das, seitdem wir BookTube machen. Also seit 2017. Ja. Hm. Ja, ich so. Und Goodreads tatsächlich erst seit letztem Jahr, glaube ich. Ja, sowas nicht so lange. Sowas müsste ich halt auch mal anfangen, wahrscheinlich. Ja, dass man das ein bisschen katalogisiert. Genau. Ja. Und welches Genre ist vorherrschend? Das kann ich gar nicht sagen. Also es sind wahrscheinlich die Romane Romane. Und ich denke Romane. Bin ich auch. Was anderes ist es wahrscheinlich nicht. Dito. Ja. Vielleicht ist da mal ein Thriller dabei oder vielleicht ist ja, da. Ja, genau. Aber tatsächlich. Das ist echt eher selten. Also ich hätte jetzt auch eher Romane gesagt, so komplett. Ja. Vielleicht mal ein Jugendbuch, was ich mir noch aufgeschrieben habe, aber das meiste ist wirklich Romane, ne? Romane. Ja. Ja, Klassiker könnte ich mir dir noch vorstellen. Nee, die sind aber nicht auf dieser Wunschliste. Da hat sie noch eher, ja, noch die habe ich eher ja dann auf. Da habe ich ja unsere Listen von unseren Klassiker-Videos und die würde ich mir dann erstmal alle holen, ne? Ja. So halt. Ja, das ist doch gut. Ja. Okay. Ja. Das war die erste Frage. Das war die erste Frage, genau. So, dann kommt die zweite Frage. Pflege der Wunschliste. Wie oft beschäftigst du dich mit deiner Wunschliste? Zu selten. Findest neue Bücher und misst es aus. Entschuldigung. Entschuldigung, ich dachte, die Frage war schon. Nein, schon. Kannst du auch mal zuhören. Mann. Also, ich beschäftige mich viel zu wenig mit meiner Wunschliste. Ob das so ein Eigenschutz ist? Kann sein. Dass man nicht so viel kauft, wenn man die sich ständig vergegenwärtigt, was man für Wünsche hat. Das kann sein. Kann sein, ne? Weil tue ich echt zu selten, wirklich. Und ausmisten, also mein Ausmisten besteht darin, wenn ich sehe, dass Maike das geholt hat, dann sage ich so, okay, weg. Ja, ich gehe es immer mal wieder irgendwie durch, aber in keinen regelmäßigen Abständen. Nee, also ich habe dann zum Beispiel hier bei dem Büchlein, da seht ihr es, da hatte ich vorher, hier habe ich dann so eine Klammer dran gemacht. Mhm. Und dann war dann schon vorher, hatte ich dann schon ein paar Seiten mal geschrieben. Da habe ich dann mir aber zu viel durchgestrichen und dann, weil ich mir die geholt habe und dann war es das, ne? Aber ich, immer mal wieder misste ich aus, weil ich dann tatsächlich auch teilweise auch auf der Amazon-Sache, da habe ich dann öfter ja auch mal Bücher, die ich mir in der Zwischenzeit tatsächlich gekauft habe. Deswegen sind die dann immer noch im Amazon-Warenkorb drin, weil ich sie ja nicht bei Amazon kaufe. Ja, und deswegen muss ich sie dann da irgendwann mal weglöschen. Dann gehe ich sie mal durch. Zum Beispiel jetzt, wo ich mich mit diesem Tag beschäftigt habe, da bin ich durchgegangen, konnte ich einiges löschen, weil ich das schon gekauft hatte. Da konnte ich einiges runterschmeißen. Ja. Oder habe dann hier auch bei der Liste geguckt und konnte tatsächlich da auch einiges schon wieder durchstreichen. Ja, das ist das Tolle bei Goodreads, wenn du dann die in der Wunschliste schon hattest. Die waren dann einfach rüber, dann musst du die das ist das, ne? Ja, ja, klar. Das hat schon das Vorteile. Ist schon ganz gut, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut. Frage Nummer 3. Taufrisch. Welches Buch ist als letztes auf deiner Wunschliste gelandet? Also bei mir ist es Nachts ist es leise in Teheran von Shida Basiar. Oder Basiar. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Mhm. Ja, auf jeden Fall nachts ist es leise in Teheran. Und da geht es ja um eine Familie, um 4 Familienmitglieder und 4 Jahrzehnte. Die erzählt die Geschichte einer iranisch-deutschen Familie. Und von 1979 dann bis in die Gegenwart wahrscheinlich. Und da gibt es ganz verschiedene, unterschiedliche Sichtweisen. Zum Beispiel von Beshad, dem jungen linken Revolutionär, der da wahrscheinlich seinen Weg geht. Oder noch von anderen Familienmitgliedern. Und das hörte sich wirklich gut an. Und ich glaube, sie hat jetzt einen neuen Roman rausgebracht. Und deswegen bin ich nochmal auf den gekommen und habe den dann auf die Wunschliste gesetzt. Okay. Aber tatsächlich, ja, so irgendwie. Ja. Bei mir ist es Der Salzpfad von Rainer Wynn. Das hat sich ja die liebe Claudia auch in Köln geholt und daraufhin, und ich hatte das vorher schon mal auf dem Schirm von Sarah, glaube ich, von Sarah Sophie. Und dann hatte ich das nochmal, irgendwie hat es mir dann vergegenwärtigt, dann habe ich mir das mal durchgelesen und gedacht, oh, das muss auf deine Wunschliste. Da geht es ja um Moth und Rainer, die nichts besitzen als einen Rucksack und sie haben auch alles verloren. Und dazu gehört ihr Zuhause, ihr Vermögen und Moth scheint auch gesundheitliche Probleme zu haben. Und mit einem kleinen Zelt machen sie sich auf den Weg, nämlich die South West Coast Path in England, an Englands Küste zu laufen.
Und ja, und dadurch verändert sich natürlich bei beiden auch etwas, ne? Also, dass sie jeden Tag gucken müssen, wo schlafen wir heute, ne? Was ist Glück, was nicht. Und das hört sich einfach total toll an, finde ich. Eine ganz tolle Geschichte. Ich erwarte da auch große Landschaftsbeschreibungen und so, gerade mit Englands Küste. Ja. Ja, das hört sich auf jeden Fall echt gut an. Gut an. Und ist zuletzt drauf gelandet, genau. Ja, gut. Sehr schön. Mhm. Ja, dann sind wir bei Frage Nummer 4. Hartnäckig. Welches Buch verweilt bereits am längsten auf deiner Wunschliste? Ein Buch, was die Elke mir empfohlen hat. Und okay, zwar... Also nicht mir persönlich, sondern ja, natürlich ihren Zuschauern. Uns allen. Und zwar von Frances Hardinge, Der Lügenbaum. Und das ist so ein bisschen Fantasy. Ich glaube... auch ein bisschen Jugend, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Und das hörte sich damals so toll an, weil das ist irgendwie, man findet da nicht so viel drüber. Es geht wohl irgendwie um Fossilien, um Fälschung und Glauben und Wissenschaft und einen Mord. Und mittendrin steht die 14-jährige Faith, die das Unheimliche aufklärt und, und als Mädchen forschen will. Und das hörte sich so, ja, das ist manchmal, ich habe ja mit Fantasy ein bisschen meine Probleme, aber die Irka hat gesagt, das ist so super, so wie so Romanform eingebettet, dass das total spannend und packend war. Und dieses Buch steht schon ewig drauf. Ja. Ja. Bei mir ist es Mein Name ist nicht Freitag von John Walter. Und da geht es um Samuel, der verkauft wird als Sklave an ein... weißen Jungen, der gerade mal so alt ist wie Samuel selber und wird für $600 verkauft und kommt dann an eine Plantage im Mississippi, wo es aber keinen interessiert, wer er ist und dass er lesen kann und dass er zurück muss zu seinem kleinen Bruder. Und dann rückt der Bürgerkrieg aber immer näher und damit auch dann die Hoffnung auf Freiheit. Und das habe ich schon total lange auf der Wunschliste. Für Bücher schlummern. Ja, ja. Muss man noch kaufen, genau. Gut, dann sind wir bei Frage Nummer 5. Gehypt. Nenne ein beliebtes bzw. sehr bekanntes Buch von deiner Wunschliste. Ja, da habe ich mich entschieden für Was der Fluss erzählt von Diane Setterfield. Das ist ja im Moment doch in vielen, vieler Munde. Ja. Ne? Also ich glaube, haben das nicht auch Ruth gelesen? Ruth, Sarah Sophie, Eva. Genau, also es haben schon einige davon erzählt. Und das habe ich auch noch so auf meiner Wunschliste, weil es hat zwar so ein paar, nicht mystische, sondern übernatürliche Einschläge, aber es hält, also es ist wohl kein richtiges Fantasy-Buch, ne, so gesagt. Und da geht es ja um eine stürmische Winternacht im ländlichen England des 19. Jahrhunderts. Und im Gastraum sitzen, also in so einer Gaststube sitzen ganz viele Leute des Dorfes. Und dann kommt auf einmal ein schwer verletzter Mann reingestolpert und hat ein lebloses Mädchen im Arm. Und die Krankenschwester, die gerufen wird, kann nur noch irgendwie den Tod des Mädchens feststellen. Und als dann ein paar... Stunden später versucht wird, die Todesursache bei dem Mädchen rauszubekommen, dann atmet sie auf einmal. Also das Kind. Das war das, genau. Und ja, das ist irgendwie so ein ganz stimmungsvoller Roman wohl. Und der steht auch noch auf meiner Wunschliste. Habe ich aber auch noch nicht gekauft. Ja, sehr schön. Bei mir steht auf der Wunschliste, das hat sich die Maike aber schon geholt. Ja, dann kannst du ja von deiner Wunschliste runter. Dann kann es runter. Soll ich noch mal schnell was anderes aussuchen? Ich guck mal schnell. Ich gucke schnell. Ich gucke. Das kann ich nehmen. Und zwar von Bernardine Evaristo, Mädchen, Frau etc. Ich weiß nicht, ob du das hast. Nein, das habe ich nicht. Gut, dann steht es weiter auf der Wunschliste. Ja, das würde ich auch gerne haben. Das ist nämlich ein Booker-Preisträgerin. Und zwar geht es da um die Geschichte der schwarzen Frauen über ein Jahrhundert. Und das ist großartig zu einem Panorama zusammengebaut worden sozusagen. Und es geht um zeitlose Fragen über Identität, Feminismus und Rassismus. Und es soll ein sehr überwältigender Roman sein. Und der war ja wirklich auch jetzt viel, habe ich den gesehen, auf BookTube auch. Und deswegen, also das steht auch ganz weit oben auf der Wunschliste. Mhm. Mhm. Dann sind wir jetzt bei Frage Nummer 6, richtig, oder? Wir sind bei 6, ja. Ja, Frage Nummer 6 ist speziell. Nenne eher unbekannte und besondere Bücher. Ich habe jetzt 2 ausgesucht. Ich weiß nicht, wie viel du ausgesucht hast. Ich habe nur 1 ausgesucht. Ach so, ich dachte, weil Bücher, dachte ich, naja, warte, gut, besondere? Aber ist ja egal.
besondere Bücher. Genau, unbekannte besondere Bücher. Ja, habe ich auch. Ja. Ja, ich habe jetzt einfach mal bei Nullschlüssel geguckt, welches Buch es vielleicht nicht so bekannt war. Mhm. Und mir war das halt auch überhaupt nicht bekannt. Ich habe das bei der lieben Gabi gesehen. Das ist ja die Buchhändlerin, die auch einen YouTube-Kanal jetzt hat. Und die hat das vorgestellt, und zwar von Gerd Schneider, Kafkas Puppe. Da hatte ich vorher noch nie was von gehört, von dem Buch. Und als sie darüber erzählt hat, ich dachte, ich brauche dieses Buch. Und zwar geht es da um die berühmten Briefe für Lena. Das ist nämlich an einem Herbsttag des Jahres 1923, sitzt ein kleines Mädchen auf einer Bank in einem Berliner Park und dicke Tränen laufen ihr über die Wange, denn ihre Puppe ist verschwunden. Und ein dunkel gekleideter, hagerer Mann, der das leise Weinen des kleinen Mädchens bemerkt hat, kommt auf sie zu, und das ist nämlich Franz Kafka. Und dann entspinnt sich da eine Geschichte zwischen dem Schriftsteller und dem Kind. Und das hört sich so toll an. Und ich muss dieses Buch haben. Da hat doch irgendwer anders drüber gesprochen. Ja? Das hatte ich. Ich hatte das vorher echt wirklich noch nie so bewusst gehört, tatsächlich. Ja. Genau. Mhm. Ja. Ja, toll. Mhm. Ja, ich hatte mir jetzt halt zwei Bücher ausgesucht. Ist halt fleißig. Genau. Und ich habe mir ausgesucht Zwischen mir und der Welt von Ta-Nehisi Coates. Der hat ja auch Der Wassertänzer geschrieben. Mhm. Und das ist soll wohl ein leidenschaftliches und zugleich schmerzhaftes Manifest gegen den Rassismus sein, weil das ist in Form eines Briefes an seinen Sohn geschrieben worden. Okay. Also er hat schreibt halt über seine eigene Erfahrung mit dem Rassismus an seinen Sohn und was passiert ist, wenn man als Afroamerikaner in den USA lebt, und das habe ich noch nicht so wirklich oft gesehen. Mhm. Und dann habe ich noch von Fatima Faren Mirza mir ausgesucht, Worauf wir hoffen. Okay. Und da geht es um da geht es um eine muslimische Familie, und da geht es um Amar, der einzige Sohn und Stolz der Familie ist. Mhm. Und wenn er gegen seine Eltern rebelliert, ist es immer seine ältere Schwester, die ihn da schützt, bis er sich eines Tages fragt, wovor schützt sie ihn eigentlich? Und er will dann, hat dann irgendwann Streit mit seinem Vater und läuft weg von zu Hause, und Hadia, seine Schwester, nimmt seinen Platz quasi ein, und 3 Jahre später heiratet sie einen Mann ihrer eigenen Wahl. Und das ist für die Familie quasi eine neue Chance, sich zu erfinden. Und okay. Dann kehrt Amar aber zurück in die Familie. Irgendwie so. Okay. Es ist so eine muslimische Geschichte. Nee, habe ich auch noch nichts von gehört. Genau. Ja. Ja, gut. Hört sich auch gut an. Ja, definitiv. Ja. Dann sind wir schon bei Frage Nummer 7, Monetenspanne. Nenne das teuerste und das günstigste Buch von deiner Wunschliste. Ja, Moment. Genau. Ich habe da drauf Verlangen von Chris van Steenberge. Das hatte ja die Vilja mal sehr empfohlen. Und das seitdem steht das quasi auf meiner Wunschliste. Da geht es ja um Elisabeth, die Tochter des Schmieds, die sich danach sehnt, ihrem Heimatdorf zu entkommen versucht, sich Bildung anzueignen, und heiratet den jungen Arzt Guillaume Duponcel. Und als der Zweitgeborene, als sie schwanger wird und dann Zwillinge entbindet, kommt der Zweitgeborene so entstellt auf die Welt, dass der Vater sich weigert, ihm einen Namen zu geben. Doch der Namenlose überlebt und hält fortan dem Vater und den anderen Dorfbewohnern quasi den Spiegel vor. Ja, genau. Das hört sich auch so gut an. Und das, kostete bei mir bei Medimops 1,14 €. 1,14 €? Echt? Ja. Aber gebraucht. Ah ja. Ist ja das günstigste, den das günstigste. Okay, also bei Medimops aber. Ja. Ne, wenn du es neu kaufst, natürlich nicht. Ja. Okay. Ja. Und das teuerste?
Und das teuerste wäre Mansfield Park von Jane Austen, die Schmuckausgabe. Ja, natürlich. Vom Koppenrad Verlag. Natürlich. Die kostet stolz 34 Euro. Mhm. Aber es ist halt auch die Schmuckausgabe, ja, aus dem Koppenrad Verlag. Ja. Und ich hätte ja sehr gerne irgendwann mal alle Schmuckausgaben aus dem Koppenrad Verlag, auch wenn das wahrscheinlich nicht dazu kommen wird. Och, aber die sind schon echt schön, ne? Ja, also, definitiv. Die sehen sehr schick aus, wenn ich dann die alle so nehme. Da fände ich schon schön. Hast du einen eigenen Schrank für? Sehr schick. Ja, die kosten 34 Euro. Das wäre tatsächlich das Teuerste. Das wäre das Teuerste, definitiv. Ja, ich habe als teuerstes Buch, fangen wir mit dem Teuren an, von Akwaeke Emese, Der Tod des Vivek Oji. Ich hoffe, ich spreche das alles richtig aus. Das ist nämlich auch relativ neu und dementsprechend kriegt man das noch nicht irgendwie großartig gebraucht. Zumindest habe ich es nicht gefunden. Das kostet neu 22 Euro. Mhm. Und das sind halt auch gerade mal 272 Seiten. Oh, okay. Ne? Und das ist dann schon so im Verhältnis, finde ich, immer schon teuer. Schon toll, ja. Genau. Aber das hört sich echt gut an, denn in dem Buch geht es nämlich darum, dass eines Nachmittags eine Mutter in einer Stadt im Südosten Nigerias ihre Haustür öffnet und entdeckt den Körper ihres toten Sohnes, eingewickelt in bunten Stoff. Mhm. Und ihren Sohn, den die eigenen Eltern nie so recht verstanden haben. Und Vivek Oji ist schon früh anders als die anderen Kinder und leidet unter Ohnmachtsanfällen. Mhm. Und während der Vater den Militärdienst herbeisehnt, überschüttet Mutter ihn, den Sohn, mit Fürsorge. Und ich glaube, da sind ganz viele Themen drin verpackt und auch wieder die andere Kultur. Ich möchte unbedingt mehr aus dem Afrikanischen auch lesen. Ich finde das mega spannend. Und ja, deswegen ist das auf meiner Liste gelandet. Und das andere Buch, was das billigere ist, das ist Vienna von Eva Menasse. Das ist auch schon echt alt. Das habe ich jetzt bei Rebuy gesehen für 1,23 Euro. Also natürlich auch gebraucht. Ne? Gibt es aber auch als Taschenbuch, im normalen Taschentuch. Taschentuch-Preis! Genau. Das ist nämlich der erste Roman der Journalistin Eva Menasse. Und da geht es um die Geschichte der eigenen Familie über drei Generationen hinweg. Das ist auch echt ein dicker Klopper. Nein, das ist dicker Klopper. 427 Seiten. Nein, aber nein, das geht noch. Ja, das geht noch. Das Anna Karenina. Ja, du hast recht. Anna ist dicker. Also nicht die Anna. Das Buch. Ja. Und das Vienna, auf das so viel öffentliches Interesse stößt, liegt erst einmal daran, dass die Menasses besonders in Österreich einen Namen haben. Und der Vater ein ehemaliger Fußballnationalspieler, der Bruder ein renommierter Autor. Und es geht halt um die ganze Familiengeschichte. Und das hört sich total spannend an und ich möchte das gerne mal lesen. Genau. Ja. Und das war das Billigste, was ich gefunden habe. Das Günstigste. Billig hört sich komisch an. Genau. Ja. Dann haben wir jetzt die achte Frage. Mhm. Stark und zart beseitet. Nenne das dickste und das dünnste Buch. Okay, jetzt muss ich wieder auf meine Liste warten. Das dickste Buch ist definitiv da. Warte, hier. Und zwar von Rahel Varnhagen, die Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin. Das ist nämlich 969 Seiten stark. Ja, auf jeden Fall. Das hat es in sich und es geht halt. Es ist eine autobiografische, also es ist halt eine biografische Geschichte von dieser Person und ich möchte das auch, es hört sich so gut an, ich würde es sehr gerne lesen. Mhm. Das ist das dickste. Jetzt das dünnste. Ja. Ja, das war einfach. Und zwar von Tove Ditlevsen, Kindheit. Mhm. Da gibt es ja jetzt diese Kindheit, Jugend, diese Dings. Ja. Genau. Und das hat gerade mal 118 Seiten. Stimmt, aber das gibt es bei der Büchergilde als zusammengefasst. Genau, das wird der nächste Kauf, wenn es denn dann noch da ist, weil ich glaube, das machen ganz viele. Genau, weil das mich auch total packt als Geschichte an sich. Mhm. Weil es geht ja da um die Autorin selber, wo sie aus ihrem Leben erzählt. Und es soll ein sehr beeindruckendes Porträt ihres Lebens sein. Und ich weiß gar nicht, wer. Ich glaube, da hat mich auch wieder der Lukas angefixt und dann haben das aber auch diverse andere liebe BookTube-Menschen gelesen und waren sehr begeistert. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich diese gemeinschaftliche Ausgabe richtig alle zusammengefasst holen. Genau. Halbe. Leichte Sprache, es ist das letzte Video. Ja, mein dünnstes Buch, was ich auf der Wunschliste habe, ist Ich bleibe hier von Marco Balsano. Das hat 208 Seiten. Das ist ja auch noch nicht so lange draußen, seit letztem Jahr im Juni doch. Also doch schon etwas. Ja, ist auch schon im Taschenbuch erschienen. Ja, Mensch. Alles gut.
Aber da hat letztens die Caroline von Marie Salon du Livre noch drüber geschwärmt. Und da geht es ja um Südtirol. Und zwar wurden da die Leute ja vor die Entscheidung gestellt, ob sie nach Deutschland auswandern sollen oder ob sie als Italiener zweiter Klasse da bleiben sollen. Krass. Und ja, Trina entscheidet sich für ihr Dorf, ihr Zuhause. Und als ihr die Faschisten dann verbieten, als Lehrerin tätig zu sein, unterrichtet sie heimlich. Und ja, das muss wohl auch eine sehr bewegende Geschichte einfach auch sein. Und ich meine, wenn man sich dann auch vors Auge hält, dass das alles auch so passiert ist. Ja. Das ist schon krass. Mhm. Und dann habe ich als dickstes Buch von Dolores Redondo. Ich glaube, Anja hat das. Ja. Alles, was ich dir geben will, ich habe es immer noch auf der Wunschliste, weil ich werde mir das auch kaufen, weil sie es einfach gekauft hat. 608 Seiten ist das Buch dick und es geht da um ja, um ein Verbrechen, ne? Ja. Das ist doch ein Pärchen irgendwie zusammen. Ich kriege gerade hier die Zusammenfassung nicht hin. Es sind auf jeden Fall zwei Männer. Genau, es sind zwei Männer. Die, ach genau, als der Schriftsteller Manuel Ortigosa erfährt, dass sein Mann Alvaro bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, eilt er sofort nach Galizien. Und dort ist das Unglück nämlich passiert. Und die Polizei schließt die Akte da unheimlich schnell und will das alles schnell durchhaben. Und es stellt sich nämlich raus, dass Alvaro seinen Mann anscheinend getäuscht hat und jahrelang ein Doppelleben geführt hat. Ja, stimmt sogar das. Und ja, und da macht sich halt Manuel dazu auf, das alles mal zu entschlüsseln. Und das hört sich schon recht gut an. Ja. Das hat 608 Seiten. Genau. Ja, das ist schon dick. Das ist schon ein. Gut, dann sind wir bei Frage Nummer 9, Most Wanted. Welche Bücher würdest du am liebsten sofort kaufen und lesen? Ich habe mehrere. Darf ich? Klar, leg los. Ich habe immer nur eins. Leg los, Maike, leg los. Ich habe so tolle Bücher jetzt auf meiner Wunschliste. Das muss ich euch doch mitteilen. Ja, komm, mach. Ja, passt auf. Ich habe auf jeden Fall drauf. Ich habe mich auch echt zusammengerissen. Es sind nur 1, 2, 3, 4. Ich entscheide mich spontan für 2. Ich sag's euch gleich. Angela Lehner 2001. Ich habe von der Vater Unser mittlerweile hier, aber jetzt ist ihr neuer Roman erschienen, 2001. Und es hört sich richtig gut an. Und zwar geht es da ja, um das Jahr 2001, wie der Titel schon sagt. Und im Tal ist alles wie immer. Die Berge sind schroff, die Touristen unersättlich, die Jugendlichen auf der Suche nach Alkohol und Abenteuer und die Eltern abwesend. Und eine Zukunft hat da irgendwie keiner. Am allerwenigsten Julia, die in der Hauptschule so zum sogenannten Restmüll gehört und was ihr egal ist, denn für sie zählt eh nur dann Hip-Hop und Zusammenhalt ihrer Crew. Und ihr Geschichtslehrer kommt eines Tages und zwingt die ganze Klasse, einem politischen Experiment teilzunehmen. Es erinnert mich stark an die Welle, ja, ein bisschen. Hört sich richtig gut an und ihr zwingt sie halt an diesem politischen Experiment teilzunehmen und tritt damit eine folgenschwere Welle los, die dann, ja. Okay. Ja, und das hört sich mega an. Das hört sich mega an. Also das hört sich richtig gut an. Also das steht auf jeden Fall sehr weit oben. Das würde ich auf jeden Fall lesen. Dann hatten wir ja schon eben Eva Menasse. Ja. Und jetzt habe ich auch Eva Menasse. Das Neue. Wolltest du das sagen? Nee. Nein, das wolltest du nicht sagen. Dunkelblumen ist auf jeden Fall auf meiner Liste. Das muss ich jetzt kurz dazwischen werfen, weil man kriegt immer diese Verlagsvorschauen. Und das habe ich nämlich gesehen, Kiwi Verlag. Ja, genau. Und ich habe gedacht, oh, das hört sich gut an. Das muss auf die Wunschliste. Und was hast du gemacht? Nicht draufgeschrieben. Habe ich nicht draufgeschrieben. Hast du nicht draufgeschrieben? Das ist bei mir ganz oft so, dass ich denke, ich muss auf die Wunschliste. Ja, genau. Muss auf die Wunschliste. Auf jeden Fall. Ja, ja, genau. Das hört sich mega an. Ja. Ja. Erzähl. Entschuldige. Ja, Dunkelblumen ist auf den ersten Blick eine Kleinstadt wie jede andere, doch hinter der Fassade dieser österreichischen Gemeinde verbirgt sich die Geschichte eines furchtbaren Verbrechens und ihr Wissen um dieses Ereignis verbindet die älteren Dunkelblumer seit Jahrzehnten, genauso wie das Schweigen über die Tat
Und in den Spätsommertagen des Jahres 1989, während hinter der nahegelegenen Grenze zu Ungarn bereits hunderte DDR-Flüchtlinge warten, trifft ein rätselhafter Besucher in der Stadt ein. Und da geraten die Dinge plötzlich in Bewegung. Auf einer Wiese am Stadtrand wird ein Skelett ausgegraben und eine junge Frau verschwindet. Und wie in einem Spuk tauchen Spuren des alten Verbrechens auf und konfrontieren die Dunkelblume mit einer Vergangenheit, die sie längst für erledigt hielten. Ja, das hört sich mega an. Und das hört sich wirklich richtig gut an. Ja. Ja, das hört sich richtig gut an. Komm, nächste. Das nächste ist Der Nachtwächter von, ich habe ganz viel von der lieben Sarah von der uralten Morla übrigens. Ja, das ja. Weil die hat da ganz tolle Bücher vorgestellt. Genau. Genau, das ist Der Nachtwächter ist von Luise Erdrich und es geht darum, ob ein Einzelner den Lauf der Geschichte verändern kann. Mhm. Kann eine Minderheit etwas gegen einen übermächtigen Gegner, den Staat, ausrichten? Ja. Und das basiert auf dem außergewöhnlichen Leben von dem Großvater der Autorin, der unter den Protest gegen die Enteignung der amerikanischen Ureinwohnern vom ländlichen North Dakota bis nach Washington trug. Also es geht halt um die Enteignung der Ureinwohner. Und das hört sich auf jeden Fall das auf. Das Cover ist auch ein Traum. Ja. Ja. Ich finde das mega. Gefällt mir richtig gut. Ja. Und dann habe ich als letztes noch. Findest du total geil. Dann habe ich als letztes noch Im letzten Licht des Herbstes von Mary Lawson. Das sagt mir gar nichts. Das sagt dir gar nichts. Nein. Da werde ich dir mal was zu erzählen. In der idyllischen Kleinstadt des Soleils ist ein Teenager plötzlich spurlos verschwunden. Und die 7-jährige Clara ist untröstlich, denn sie wartet seit Tagen auf die Rückkehr ihrer Schwester. Die ist nämlich verschwunden. Zu einem Unglück liegt auch noch ihre geliebte Nachbarin, die alte Mrs. Orchard, im Krankenhaus. Und eines Abends zieht nebenan ein Fremder ein. Liam Kane wurde das Haus von Mrs. Orchard geschenkt, obwohl er kaum Erinnerungen an sie hat. Ist hier im Norden Ontarios ein Neuanfang für ihn möglich? Nach und nach ändert sich Liam an seine eigene von Verlust geprägte Kindheit und Mrs. Orchers stellt sich ihrer Vergangenheit. Das hört sich auch gut an. Hört sich auch gut an. Definitiv. Ja. Ja, bei mir ist total lustig. Das ist bei mir auch die uralte Morla. Ist hier schon das an meinen Wunschlistenbüchern. Und zwar von Doris Knecht, Die Nachricht. Das hatte ich aber tatsächlich auch schon in der Hand wegen dem Cover. Und jetzt begegnet mir das auch irgendwie überall. Da geht es nämlich um eine junge Frau, die einst mit Mann und Kindern ein glückliches Leben geführt hat. Aber durch ein Unglück wird das je beendet. Und sie baut sich jetzt ein neues Leben auf. Sie mag ihr Haus auf dem Land. Sie ist gern alleine und es geht ihr eigentlich gut. Bis sie eines Tages eine anonyme Nachricht bekommt von jemandem, der mehr über ihre Vergangenheit zu wissen scheint als sie selbst. Und das hört sich so gut an. Und Sarah hat da auch sehr von geschwärmt. Deswegen ist das auf der Wunschliste gelandet. Und was ich auch am liebsten sofort mir kaufen möchte und lesen möchte, ist das neue Buch von Matt Haig, The Comfort Book. Gedanken, die mir Hoffnung machen, und das soll auch ganz toll sein. Da hat die Lisa so von geschwärmt, dass das ein richtiges Wohlfühl-Umarmbuch ist und das kann der Matt Haig, das weiß ich. Klar geht es auch wieder viel um Meditation, Rettungsanker, das ist mehr so wie so ein Sachbuch wahrscheinlich auch wieder. Aber trotzdem möchte ich das gerne haben, weil Matt Haig das einfach richtig gut an. So, fertig. Jawohl. So, dann kommen wir jetzt zur Frage Nummer 10. Interesse verloren. Welche Bücher würdest du Stand jetzt wieder aussortieren? Ja, das ist eine lustige Frage, weil ich habe dann auf meine Liste geguckt und habe ein Buch gefunden und habe gedacht, was ist das für ein Buch? Das heißt, Die Geschwindigkeit des Dunkels von Elizabeth Moon. Aha. Und ich kann mich da null dran erinnern, um was es da geht. Ja. Und dann habe ich da danach gegoogelt. Und es geht nämlich um jemanden, der Autismus hat, glaube ich. Ach so. Meine ich zumindest. Und ich weiß gar nicht mehr, wem ich das gesehen habe. Okay. Ist auch schon echt lange her. Mhm. Aber tatsächlich, weil mir das jetzt so gar nichts mehr sagt, würde ich tatsächlich wahrscheinlich sagen, nee, komm, dann kannst du jetzt auch runter, wenn du dich so gar nicht mehr dran erinnerst.
Aber ich würde es jetzt natürlich drauf lassen. Wenn du dann wieder danach googelst und denkst, so, warte mal, was ging es denn da? Dann willst du das natürlich wieder lesen. Ne? Aber es ist natürlich, also ich meine, das geht um, es ist jetzt auch noch eine englische Beschreibung, das ist aber schlecht. So, lieben, ich musste mal eben nochmal neu gucken. Ich hatte ein Notifikation bei Goodreads, ist nur auf Englisch, das bin ich überfordert. Hier geht es nämlich um Joe Lee, er ist erst 24 und er wäre einer von uns, wenn er nicht die Behandlung gekriegt hätte, die für uns zu spät entwickelt wurde. Habt ihr schon gehört, sagt er, jetzt arbeiten sie an einer Autismusbehandlung. Bei Ratten funktioniert es anscheinend, jetzt probieren sie es bei Primaten. Ich wette, es wird nicht mehr lange dauern, dann seid ihr genauso normal wie ich. Und in diesem Roman geht es halt um die ungewöhnliche Reise in die Seele eines Autisten. Und wenn ich das jetzt dann wieder so durchlese, denke ich mir, hört sich spannend an, hört sich gut an. Deswegen ist es manchmal auch gut, sich nicht so viel mit seiner Wunschliste zu beschäftigen, dann bleibt es wenigstens drauf. Nee, aber ich wüsste es nicht, was ich runterschmeiße, tatsächlich nicht. Mhm. Wie ist es bei dir? Ich habe Das Tal in der Mitte der Welt von Malachi Telek, hätte ich jetzt gesagt, weil die Vilja davon nicht begeistert war. Ich glaube, sie hat sogar abgebrochen, weil sie meinte, es passiert irgendwie nichts. Also ja, gut, da wandert langatmig. Da wandert sowas auch runter. Ja, da habe ich dann so gedacht, ach nee, ich glaube dann doch nicht. Da geht es ja irgendwie um Shetland und so ein Dorf und wie das so im Wandel, wie das die Tradition und Sachen weiter fortführt und irgendwie, also Vilja war da nicht so begeistert von, weil es hörte sich erst total gut an. Ja. Und genauso ist es bei Die verborgenen Stimmen der Bücher von Bridget Collins. Das wird ja auch sehr gehypt. Also die Ruth mochte das ich aber. Ich weiß, aber genau. Es hat ja so ein übernatürliches Sache auch. Ja. Irgendwas, das führt in eine ganz andere Richtung, als das Buch auf dem Klappentext sagt. Und ich hatte das tatsächlich im Urlaub, hätte ich das für ein Appel und ein Ei bei Thalia oder so mitnehmen können. Die haben ja schon mal so Restposten. Stimmt, da war das dabei. Und da war das dabei. Und da hätte ich es wirklich mitnehmen können. Ich habe es mir echt dreimal überlegt und habe es gelassen. Deswegen würde ich es jetzt auch von der Liste runterschmeißen. Weil ich nicht genau weiß, ob das was für mich ist. Mit diesen Übernatürlichen, ne? Ja, das kann... Weil ich das im Moment fühle ich das nicht. Ja, also da war ich echt so und dachte so, nee, es mag für viele ein super Buch sein, aber ich habe dann so gedacht, ach nee, ich glaube, da gibt es bei mir jetzt im Moment andere Bücher, die wichtiger sind. Die da wichtiger sind, ne? Genau. Ja, das stimmt. Ja. Ja, deswegen, das könnte runterziehen. Gut, dann kommen wir schon zur 11. Frage, richtig? Ja. Ja, angefixt. Welches Buch aus dem Video desjenigen, der dich getaggt hat, hat große Chancen, auf deiner Wunschliste zu landen? Da mussten wir jetzt halt auf die Wunschliste gucken. Auf das Video schaut man ja an, ne, von derjenigen, die einem taggt. Und die Bücher, die da vorgestellt worden sind. Und was da halt bei uns landet, ist da dir irgendwas ins Auge gestochen? Ja, mir ist tatsächlich ein Buch ins Auge gestochen, was bei mir auch auf der Wunschliste steht. Deswegen habe ich das jetzt so genommen. Ja, aber nur, gut. Also die liebe Paula hat das so gemacht, dass sie eingeblendet hat und gescreent hat und so durchgescrollt hat durch ihre Wunschliste. Genau. Und da ist mir ein Buch aufgefallen, das sie überhaupt nicht erwähnt hat. Deswegen werdet ihr das im Video wahrscheinlich. Das wahrscheinlich. Der Fluss von Peter Heller. Nee, ist es nicht. Ich habe Der Fluss von Peter Heller. Der steht auch bei mir auf der Wunschliste. Wie lustig. Und da geht es um Bergebücher und das Angeln, aber es hört sich echt ganz gut an. Da geht es um Min und Jack. Das sind nämlich die drei Dinge, die sie beide miteinander verbindet. Okay. Und seit Studienbeginn sind sie die besten Freunde und träumen davon, mehrere Wochen in der kanadischen Wildnis zu verbringen. Mit Kanu und kleinem Gepäck brechen sie eines Tages auf, den Musqua River zu befahren. Lange Tage geruhsames Paddelns, dazu nächtliches Sterneschauen und Western lesen, das schwebt ihnen vor. Mhm. Das Abenteuer jedoch, das so vielversprechend beginnt, wird zu einer existenziellen Herausforderung. Wasser, Gewalt und Feuer stellen Wins und Jacks Freundschaft auf eine harte Probe. Eine spannungsreiche, eindringlich erzählte Geschichte über die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen, das Überleben in der Wildnis und die menschliche Unberechenbarkeit. Oh, das hört sich gut an. Das hört sich richtig gut an. Ich finde, das hört sich mega an. Das hatte die liebe Paula auch auf ihrer Wunschliste. Sie ist leider da so ein bisschen drüber gescrollt, hat nichts dazu gesagt, aber ich finde, das hört sich mega an. Das hört sich mega an. Ja, die Paula liest halt auch viel so Fantasy und Dystopien und so. Und das lese ich ja nicht so viel. Nee, ich auch nicht. Aber dann habe ich den Aber Fluss dann habe ich ein Buch gesehen. Da erinnerte ich mich daran, das war mal auf meiner Wunschliste und ich habe es wieder runtergeschmissen. Ach so. Und ich weiß gar nicht mehr warum. Ach, weil ich habe mir das dann wieder durchgelesen und dachte, hört sich doch gut an. Okay. Und zwar ist das von Ava De Lara, Love Letters to the Dead. Ach. Und das habe ich nämlich damals bei, ich meine,
Das war die Sarah von The Sarah Story. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich will nichts Falsches sagen. Und zwar geht es nämlich hier, es beginnt mit einem Brief. Laurel soll für einen Englischunterricht an eine verstorbene Persönlichkeit schreiben. Und sie wählt Kurt Cobain aus, den Lieblingssänger ihrer Schwester May, die ebenfalls viel zu früh starb. Und aus dem ersten Brief wird eine lange Unterhaltung mit toten Berühmtheiten wie Janis Joplin, Amy Winehouse, Heath Ledger, da komme ich auch nicht drüber. Denn die Toten verstehen Laurel besser als die Lebenden. Und Laurel erzählt ihnen von der neuen Schule, ihren neuen Freunden und Sky, ihrer großen Liebe. Doch erst als sie die Wahrheit über sich und ihre Schwester May offenbart, öffnet sie den Weg zurück ins Leben und kann den letzten Brief an ihre Schwester schreiben. Und da habe ich so gedacht, doch, das ist bestimmt ein echt total schönes Jugendbuch. Ja, das habe ich auf dem Kindle noch. Ach, das hast du schon. Auf dem Kindle aber. Ach, da fällt sowas ja immer runter. Ja, Kindle ist eine Katastrophe. Geht mir auch ja, so. Das habe ich damals. Nee, aber das habe ich nämlich gesehen, als sie da so durchgescrollt hatte. Und ich so, da. Warte, das kommt mir bekannt vor. Sieh da. Genau. Ja, das war der Wunschlisten-Tag. Das war der Wunschlisten-Tag. Haben wir jetzt viel gelabert und viel nach unten geguckt, aber man muss immer so ein bisschen gucken. Man weiß ja immer nicht so ganz genau, da kennt man ja die Bücher jetzt auch nicht so auswendig alle. Ja, das stimmt. Wir würden aber auch noch gerne ein paar Leute taggen. Auf und jeden Fall. Da würden wir uns freuen, wenn die liebe, ich kann Inas Schrift mal wieder nicht nehmen, die liebe wie sie versucht, so Sarah von Alice im Bücherland das machen würde, was sie so auf der Wunschliste hat. Genau. Wir würden uns freuen. Ist aber auch. Ich bin furchtbar, ne? Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mal Normans Wunschliste so ein bisschen näher betrachten von Notizhefte. Also fühl dich frei. Bitte getaggt. Ja, und um die Männerquote noch weiter zu erfüllen, der liebe Basti von Belletristik. Basti, was ist denn so auf deiner Wunschliste? Die ist doch seit BookTube bestimmt gefüllt bis oben hin. Mit Sicherheit. Und dann würden wir uns auch freuen, wenn die liebe Elena von Elena Tardi mal uns ihre Wunschliste zeigt, weil da auch bestimmt wieder ganz außergewöhnliche Bücher mit drauf sind. Richtig. Genau. Da würden wir uns sehr freuen. Ja. Aber fühlt euch auch alle anderen getaggt. Also alle, die Bock haben, diesen Tag zu machen, der ist echt cool. Ist super, dass die Paula den aus den Untiefen mal wie so vorgeholt hat. Ich finde, der ist richtig, da kann man mal so ein bisschen quatschen und erzählen. Das stimmt. Das finde ich richtig gut. Das finde ich gut. Ja, finde ich auch. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen und der Tag war nach eurem Geschmack. Richtig. Dann schreibt uns gerne mal in die Kommentare, was ihr so von unseren Wunschlistenbüchern haltet. Und was ist denn euer längstes Buch, was auf der Wunschliste steht? Also was schon am längsten da drauf ist. Das würde mich auch interessieren. Und wie pflegt ihr eure Wunschlisten so? Das würde mich auch mal interessieren. Wo habt ihr die? Wie macht ihr das? Genau. Würde mich auch mal interessieren. Wie oft schmeißt ihr da Bücher wieder runter und so? Doch, erzählt mal, da freuen wir uns. Genau. Und die, die sich jetzt von uns getaggt fühlen, ich habe meine Wunschliste bei Goodreads. Da könnt ihr gucken. Weil die brauchen das ja für die 11. Frage. Ach so. Ja, dann müsst ihr euch leider ein Buch aussuchen, was jetzt bei mir hier im Tag erschien. Ich habe ja deswegen extra mehr Bücher vorgestellt. Eben. Anja. Das habe ich, hab ich ja ganz gefuchst gemacht. Da hat der ja total viel Auswahl. Ganz bewusst hat sie das gemacht. Ja, hat der total viel Auswahl. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß überhaupt nicht, was da für ein Problem ist. Nee, oder sie können sich ja auch entscheiden zwischen dir und mir. Geht auch. Also wir haben ja genug nicht von Bücher. Jedem Nein. Ein. Kann eins von Anja auch nur sein. Genug Buchauswahl. Ne? Also ich setze mich da nicht unter Druck. Bin sehr gespannt, was ihr aussucht. Ja, ich auch. Gut, ihr Lieben. Macht's gut und bis dann. Tschüss.